Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir, eurem Sepp. Servus. Ja, die zweite Startfolge steht an und wir haben in Bulgarien schon so einiges erledigt. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, gerade in der Playlist 1 zurückgehen. Ansonsten machen wir hier weiter mit Fullspeed, weil wir hier sehr viel Zeit benötigen, um mit Bulgarien auf einen grünen Zweig zu kommen. Wir sind stark im Minus, was unsere Waffen angeht. Der spanische Bürgerkrieg bricht aus, in den ich normalerweise gerne eingreifen würde, aber da ich ein diplomatisches Volk bin, dies nicht geht. Wir haben jetzt die Entscheidung. Gehen wir auf verteilte Industrie, was die Fabrikleistung nur um 10% erhöht und die Bauplätze um 20%. Dafür die Bombardierung und die Beibehaltung der Produktionsleistung erhöht. Da wir eh wenig Fabriken haben und wenig hin und her switchen, ist das jetzt eher unnötig. Oder gehen wir auf mehr Fabrikleistung, was in meinen Augen das Sinnvollste ist. Da die ersten Gegner, die wir angreifen, nicht viel bombardieren können, da sie eh kaum Flieger besitzen. Stahl und so wird noch gebaut. Und wir haben einen neuen nationalen Schwerpunkt. Wir haben hier Forschung für Industrie verringert. Für einmal um 50%. Wir gehen hier weiter und wollen die Bauplätze für die zivilen Einrichtungen und Fabriken, damit wir auch später mehr handeln können. Und wir kriegen auch eine zivile Fabrik geschenkt. Außerdem sehen wir hier im Laufe unserer Zeit, wie das angestiegen ist. Wir haben angefangen mit 18% unserer Bevölkerung waren Faschisten. Mittlerweile kann man hier auch gut sehen, Beliebtheit, wie sie Tag für Tag nach oben geht. Sind wir schon bei fast 24%. Das Event, dass wir faschistisch werden, poppt so, denke ich, bei circa 45%. So, was haben wir hier? Regierung ändern können wir wieder. Und das Bauwesen ist fertig. Gut, Bauwesen machen wir hier nicht weiter, weil das noch zu früh in der Zeit ist. Und hier Ressourcenproduktion brauchen wir auch nicht dringend, erst später, wenn wir mehr Ressourcen haben. Mich würde es mehr interessieren, einen neuen Panzer zu machen, damit wir nicht mit diesem Billigpanzer aufrüsten, sondern gleich mit dem guten Panzer. Und in der Regierung werden wir mal kurz gucken. Theoretiker, Industrie, Forschungszeit minus, Freiwillige, da könnte man schon auf Begrenzt gehen, dadurch würden wir mehr Mannstärke bekommen, aber da wir noch gar nicht in der Lage sind, Krieg zu führen, lassen wir das mal weg. Freihandel brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch noch nicht. Ich würde gerne hier den politischen Machtzuwachs noch nehmen. Das bringt uns einfach dementsprechend viel, dass wir hier auch schnell alles besetzen können, was unser Staat so braucht. Politischen Sachen sind eigentlich immer ganz angenehm. Hier Zuverlässigkeit und Forschungszeit für Panzer. Dasselbe dann für Marine und Flughafen. Hier hat man dann Gewehr, Artillerie oder motorisiert. Also man kann sich dann da immer so aussuchen, in was die eigene Nation so steuern soll. Also welche einzelnen Bewaffnungen verstärkt. Besser ausgeprägt, produziert, erforscht und sollen werden. Ne, um da mal zu einem Punkt zu kommen. Hier sieht man auch sehr süß die kleine Stadt, wie sie hier so viereckig wie bei Anno einfach hinplatziert wurde, um den Platz voll auszunutzen. In Russland ist natürlich fast nichts. Russland wäre halt dann cool, wenn die gegen Deutschland Krieg führen und natürlich nicht so gut vorankommen. Weil irgendwann zerfallen die ja auch einfach. Okay, hier werde ich eh keine Chance haben. Hier wird Deutschland relativ schnell durchbrechen. Aber ich könnte versuchen, mich hier an der Seite vorbei zu snacken. Und das hier abzutrennen, dass Deutschland sich nicht die Türkei schnappt und mir das ganze Öl holen. Dann ist Deutschland darauf angewiesen, mein Öl zu kaufen. Gibt uns zivile Fabriken. Und ich bemühe mich natürlich, ein guter Freund der Deutschen zu werden. Ich mache das allerdings noch nicht jetzt. Man könnte das ja
erhöhen, die Beziehungen. Allerdings finde ich die Beziehungen erhöhen am Anfang noch nicht so gut, weil wir erstmal unsere Politiken ausbauen müssen. Also ich möchte zumindest noch zwei, drei Politiken machen, bevor wir dann in diese Richtung gehen. So, nur noch mehr um 0,5 steigt es an. 0,05 so rum. Ja, das wird nach der Zeit weniger. Dann irgendwann mal ist nur noch mehr 0,03. Das schwächt sich halt natürlich. Am Anfang ist es stark und dann schwächt sich es ein bisschen ab. Wie es halt immer ist. Das, was Neues, erstmal ein bisschen mehr Aufsehen erregt. Allerdings werden wir natürlich hier auch bei Zeiten faschistisch werden. Hoffe ich. Ein Staatsstreich wird uns gelingen, wenn alles gut geht. So, das ist auch fertig. Die Spiele sind beendet. Wir haben noch 36 August. Das heißt, wir werden mal hier unsere Infanterie erforschen ein bisschen. Das sind so Unterstützungswaffen, die alle unsere Einheiten stärker machen, ohne dass man extra Rüstung oder diverse Ausrüstungen produzieren müssen. Und man sieht natürlich auch, das ist noch von 1918. Das ist echt dringend notwendig, dass man das erforscht. Das sind wir eh schon lange drüber hinaus. Hier 36 gibt es nichts und 38 sind wir noch nicht. Kann man natürlich auch schon im Vorhinein erforschen zum Teil, aber je weiter es im Voraus ist, desto länger dauert es. Also kommt es im Endeffekt mehr oder weniger wieder bei Null raus und man hat dann woanders halt einen Nachteil, wenn man zum Beispiel nicht die aktuelle Luftwaffe erforscht hat. So, wir gehen hier weiter in Industrie und wir sehen, wir haben eine oh, zwei Schiffswerften übrig, weil wir unsere U-Boote fertiggestellt haben. Das soll er mal weiter produzieren, so viele wie er kann. Und wir haben leider noch keine Militärfabrik dazu bekommen, weil wir nur zivile Fabriken durch die Doktrinen bekommen. Sekunde, genau hier. Neun haben wir jetzt. Waren kurzzeitig ja auf 5 unten. Wahrscheinlich hat noch mal irgendjemand angefangen, unser Öl zu kaufen, was uns zusätzliche Zivilfabriken zur Verfügung stellt. Baugeschwindigkeit plus 20%. Was uns natürlich auch noch sehr stark abschwächt, ist dieser neutrale Außenpolitik. Spannungslimit für Bündnisbeitritt plus 100%. Das heißt, um ein Bündnis zu bilden, brauchen wir hier oben eine Spannung von 100%, was ja sehr schlecht für uns ist, da es da schon zu spät sein kann für uns. Eine Spannungslimit für Entsendung von Freiwilligen, also wir können auch Truppen entsenden in ein Land, was gerade von einem Bürgerkrieg gebeutelt wird. Das können wir auch erst, wenn 20% da ist. Und Spannungslimit für Garantie, also um ein anderes Land garantieren zu können. Und wenn es angegriffen wird, dem zu helfen, braucht man da oben auch 100%. Ja, ist meiner Meinung nach A nicht gut. Und B hindert es uns auch daran. Es hat nämlich, glaube ich, noch mehr Auswirkungen, dass auch unsere. Nee, genau, wenn wir wechseln dann zum Faschismus und der große Sepp an die Macht kommt und zum einzig und wahren Diktator gewählt wird. Gewählt im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wird es so sein, dass ihr für 680 Tage, glaube ich, eine Verstärkung unserer Produktion in den Fabriken bekommen, wodurch wir viel schneller bauen. Und das braucht man natürlich schon, weil wir müssen mobil machen, wir müssen stärker werden. Und das ist dann schon wichtig. So, wie sieht's denn aus eigentlich? Wir spulen hier wie verrückt vor, sind bei 32%. Stopp. Deutschland schlägt uns die Unterzeichnung eines Paktes vor, der in dem wünscht, gemeinsam zur Abwehr gegen die kommunistische zusammenarbeiten. In Erkenntnis, dass das Ziel der kommunistischen bla bla bla. So, Deutsches Reich unterzeichnet. Antikomitees, bla bla bla. Sowjetunion mag mich nicht mehr, dafür mag das Deutschreich mich. Und das wollen wir schließlich haben. Jawohl.
Und wenn wir Glück haben, unterstützen uns die Deutschen auch noch in unserem Faschismus. Oh. Machen erstmal den Forschungslot ready und dann machen wir das Ganze rundherum. Weil der ist schon sehr wichtig, der Forschungslot. Wie sehr magst du mich denn jetzt eigentlich, Deutschland? 38 haben wir noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Aber wir haben 37 und wir können hier mal Aufklärer erforschen, die auch relativ gut sind. Deutschland, magst du uns? Der Hitler ist zensiert. Ich lasse es auch mal zensiert für YouTube. Kann sein, dass ich sonst Probleme bekomme. Allerdings gibt es diverse Mods, um sich hier das Hakenkreuz reinmachen zu lassen und natürlich den Hitler als Person zu sehen. Wenn man privat spielt, kann man das reinmachen. Ich, da ich sowieso als im deutschen Raum das senden werde, überwiegend. Lass es mal lieber draußen, bevor ich Ärger krieg mit unserer politischen Elite, die natürlich politisch korrekt sein möchte und keinerlei Nazi-Bilder in Deutschland sehen will. Somit, ja, wäre das Thema auch schon gesprochen. Wir haben immer noch das Problem mit unserer Soldatenanzahl. Das wird sich aber früher oder später von selber lösen. Das werdet ihr schon noch sehen. Und unsere Angriffstruppe hier ist eigentlich auch schon stark genug. Nur die Kavallerie möchte ich eigentlich nicht dabei haben. Du kannst hier noch in die Verteidigung gehen, hier rüber. Ich will dich nicht. So. Gut. Man sieht, dass hier der Fluss ein bisschen zufriert. Ich hoffe, dass das denen das dann nicht leichter macht, drüber zu kommen. Aber angreifen werden sie jetzt so schnell eh nicht. Hoffe ich einmal. So, wir sind immer noch auf Pause. Sagt mir das doch. Highspeed weiter. Wir wollen ja heute noch was sehen in den ersten drei Folgen. Hier sieht man, wenn man über den Pfeil geht, wie er das Gebiet erobern möchte. Ich bitte euch auch in die Kommentare unten reinzuschreiben, wenn ihr eventuell Lust hättet auf einen Multiplayer. Multiplayer ist immer schwierig, auch das Stellaris Multiplayer hängt momentan ein bisschen, weil dann mehrere Leute zusammenzukriegen und immer an einem selben Tag, zur selben Zeit on zu sein und dann Sachen aufzunehmen, ist generell immer etwas schwieriger. Allerdings ist dieses Spiel perfekt dazu gemacht, auch ein bisschen PvP zu spielen, was die ganze Sache natürlich ungemein spannend macht. So, wir haben Stabschef der Armee des Angriffes. Angriffarmee, Verteidigungarmee. Das ist ganz witzig. Und wir haben, glaube ich, hier auch irgendwo die Möglichkeit, Infanterieexperte unsere Soldatenanzahl zu erhöhen. Ne, wahrscheinlich nicht. So, Panzer, Forschungszeit und Zuverlässigkeit. Forschungszeit, Infanterieausrüstung. Theoretiker. Luftwaffenerfahrung. Armeeerfahrung täglich. Forschung, Landdoktrin. Ja, wir sind hauptsächlich Armee. Flugwaffe haben wir nicht viel. Und weiter geht's. So. Unsere zivilen Fabriken sind fertig. Ihr seht, haben wir eigentlich keinerlei großartig Platz mehr, um noch was zu bauen. Wir gucken jetzt mal. Eine Militärfabrik fehlt uns noch. Ich würde sagen, wir bauen Militärfabriken, weil wir die zivilen Fabriken ja durch die Doktrinen bekommen. Na, also durch unsere nationalen Forschungen hier. Nachdem machen wir das hier, da kriegen wir auch nochmal zwei zivile Fabriken und dann kriegen wir eins, zwei, drei Militärfabriken und jeweils natürlich auch freie Bauplätze. Was uns natürlich jede Menge Vorteile gibt als kleines Land. So, das ist so ein Zwischending. Funkortung. Neues Gebäuderadar ist bestimmt nicht verkehrt. Wir müssen natürlich gucken, dass wir rechtzeitig gewarnt werden, bevor der Gegner kommt.
da wir ja nur so ein kleines, popliges Land sind. Gut, wie sieht's denn eigentlich aus? Sind wir jetzt bald mal eine Diktatur? 36% haben wir. Sobald die Politiker schwächer werden, ist das gut für uns. Die Hindenburg-Katastrophe, sie hat es nicht geschafft. Das ist auch immer zufällig. Es kann natürlich auch sein, dass die Hindenburg es schafft. Nur meistens schafft es nicht. Um Himmels Willen. Gibt keine Weltspannung, aber viele Menschen sind gestorben. Leider. Und natürlich läutet das das Ende der Zeppelin-Luftfahrzeuge ein, wodurch sie als unsicher eingestuft werden und nicht mehr so häufig damit gefahren wird. So, dieses Mal möchte ich nicht den Fehler machen und unvorbereitet sein, was Panzer angeht. Bevor ich mich den Landdoktrinen zuwende, die ich da mit dem nächsten. So, doch, wobei. Hier machen wir das mal. Und wir haben hier mobile Kriegsführung, Feuerüberlegenheit, große Schlachtplandoktrine und einen Massenangriff. Für eine große Menge an ausreichenden Waffen ist der Weg zum Sieg. Haben wir nicht. Also, wir haben nicht viele Waffen, sondern nur wenige. Umfangreiche Planung und Vorbereitungen vor Beginn der Schlacht sind der Schlüssel zum Erfolg. Großer Schlachtplan wäre eine Möglichkeit für uns, da wir lange planen können. Feuerüberlegenheit. Nach dieser Doktrine werden wir nicht massenhaft Männer gegen den Feind einsetzen, sondern massenhaft Patronen. Unsere Mannstärke ist wertvoller. Matronen sind billig. Das würde ich nehmen, da wir eh nur sehr wenig Soldaten haben. Und das Mobile, aber wir haben nicht viele mobile Möglichkeiten. So, und da wir jetzt das eh noch frei haben, möchte ich noch die Pack erforschen, damit wir im Notfall was gegen Panzer haben. Gut, dann machen wir weiter. Nicht groß reden, spielen. Ja, was soll ich euch sonst noch so erzählen? Ihr könnt mit sämtlichen anderen. Oh. Bürgerkrieg für Faschismus. Stopp. Ich lasse das mal kurz. Ihr könnt es ja durchlesen oder auf Pause klicken. Der Widerstand dieser Idee weiterhin groß. Wir müssen zuerst das Volk einen und es dann regieren. Also hier demokratische Anhänger lösen einen Bürgerkrieg in unserem Land aus. Politische Änderung übernimmt die Regierungsgewalt. Es werden keine öffentlichen Wahlen abgehalten. Bliblablub. Damit hätten wir einen Krieg. Und hier, sie müssen zuerst das Volk einen und es dann regieren. Ich nehme mal das hier. Das heißt, wir warten noch ein bisschen ab. Wahrscheinlich, bis wir hier im Faschismus noch stärker sind und mehr Beliebtheit haben als die Diplomaten. Sonst hätten wir jetzt erstmal einen Krieg gegen uns selber führen müssen. Das möchte ich natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. Das braucht ja keiner. Für den Erfolg, Aufklärung, Erforschen. Schweren Panzer lasse ich mal weg. Das dauert zu lange. Das wird hier schon alles erforscht. Und wir brauchen hier schon mal die nächsten Jäger, weil das alles noch Zwischenkriegsjäger von mir sind. Außerdem würde ich gerne mal hier jetzt noch die Panzer mit reinnehmen. Ihr seht, das geht relativ fix. Hätte ich jetzt schon den Faschismus für mich bekommen, dann wäre es so gewesen, dass ich hier erstmal die Wirtschaft geändert hätte, weil man sieht hier Baugeschwindigkeit, Zivil, Militär, alles ins Minus. Und die Kosten für den Bau ist natürlich im Plus. Sobald wir Faschisten sind, können wir hier die Kriegswirtschaft einführen. Und die macht uns ein enormes Plus, wodurch wir noch besser produzieren. Und das ist für uns als kleines Land sehr, sehr wichtig, gut zu produzieren. Außerdem, was macht unsere Produktion? Hier ist noch eine Militärfabrik am Bauen. Am 17. September fertig. Deswegen könnten wir dann hier auch gleich noch. Haben wir noch freie Bauplätze? Nein. Wir könnten dann hier schon mal ein bisschen Flak bauen. Zur Absicherung. Ich muss mal kurz gucken. Wenn wir hier auf Diplomatie gehen und dann auf den Reiter Details wechseln, können wir uns anschauen, was die Gegner so haben. Hier sehen wir, sie haben ungefähr 64 Flugzeuge.
und 8 bis 15 Einheiten. Ich habe 32 Einheiten, also schon prinzipiell doppelt so viel. Und alleine meine Angriffseinheiten sind 10 und die Verteidigung ist 15. Wahrscheinlich werde ich dann da noch ein bisschen was dazu ziehen, damit wir hier totale Überlegenheit haben. Und was hat eigentlich hier Jugoslawien? Die sind halt schon um einige stärker, ungefähr so stark wie wir. Deswegen möchte ich den ersten Krieg nicht unbedingt gegen die führen. Und was hätte Ungarn? Das mit denen, ja, die sind sowieso viel stärker. Ungarn hätte auch relativ viel. Dementsprechend bleiben wir bei unserem Plan hier unten und werden anschließend hier ein bisschen Flak an unserer Linie bauen. Das verhindert, dass die mit Fliegern reinfliegen. Wahrscheinlich werden sie eh nur Jäger haben, aber damit sie mit ihren taktischen Bombern nicht unsere komplette Infrastruktur kaputt machen. Und unsere Jäger natürlich hier auch totale Luftüberlegenheit haben. Dementsprechend können wir die mal hier auf den Ostbalkan einsetzen und wir wollen Luftüberlegenheit haben. Oder Luftunterstützung. Ja, das könnten wir auch machen. Machen wir beides. Und hier können wir noch einstellen, normale Operation. Wenn sie 25, unter 25% sind, heilen sie sich erstmal. Und wir haben auch noch keinen Radar. Aber das ist nicht schlimm. Die sind eingesetzt. Sobald der Krieg losgeht, haben wir Flugzeuge zur Unterstützung. Leider noch keine Bomber. Was natürlich das Ganze ein bisschen erleichtern würde. Aber wir haben Jäger. Gut, wir sind immer noch auf Pause und wir bleiben auf Pause. Wir machen hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge, die dann leider auch die letzte für heute ist. Aber morgen geht es dann wieder weiter. Aber darüber reden wir noch nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denne. Ich bin raus. Euer Sepp. Ciao, ciao.